Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück beim LS220 im Projekt Ehrengrad mit dem lieben Florian. Ein wunderschönen. So, wir haben gerade dabei hier nochmal die Paletten. Und wir laufen Zeiten zum Rahmen. Wollen sie vielleicht jetzt abgehen? Oder eher nicht? Doch. Geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. So, wir müssen aber noch ein bisschen Dünger kaufen, denn wir haben keinen mehr. Und hier am Händler steht auch keiner mehr rum. Deswegen gehen wir ins Menü, Big Bags, Dünger. 5000, ja, kaufen wir mal für 9100 Euro Dünger. Ist schon nicht schlecht. Ja. Aber okay, das kriegen wir von der Mission auch wieder rein. So ist nett. Wie viel Geld bekommt man von der Mission? Glaub 3, 4000 und eine 12, irgendwie so, oder 8. Und mal gucken, warte. 4, nochmal 4, 3 und 5. Okay. Also, es geht. Ja. Ja, genau, auf der M-Krieg habe ich es ja schon angesprochen, aber hier regnet es jetzt gerade wirklich. Denn mit dem Regen wäre natürlich schön, wenn der noch schöner animiert wäre, wie in ETS. Weil wenn man so an die Scheibe guckt, da ist halt nix. Also nix. Oh. So, wieder einfahren. Und zack. Weiß gar nicht, hätte den dritten Anruf geschafft. Vielleicht. So, lernen wir die auch nochmal. Viele sind noch drin. Oh, er ist 30 Grad. Oh. Da muss schon noch ein bisschen mehr rein. Aber für das paar Felder, da muss es schon leicht lange. Muss schon nicht immer voll knallen, bis oben hin. Überhaupt, wenn er gerade sowieso so teuer ist, der Dünger. Nee. Aber der Dünger ist so oder so teuer. Es kostet ein Big Bag 1820. Ist ein bisschen teurer als wie nicht. Ja. Aber man muss dazu sagen, dafür kriegen wir halt auch so für Weizen oder ähnliches auch gute Preise. Also. Hebt sich wieder auf. So, jetzt aber schnell einsteigen und Deckel zu. Bei Kunststücken und nass und muss nicht. Ich hab dich gehört, wie du vor der X-Schaltung das ist gut. Du bist am Hof, oder? Ja. Das ist gut. Wo muss denn das Zeug alles hin? Mit dem Marschenfeld 9. Bin ich schon drin, wenn ich schaut zu Tieren aus. Gut. Vielleicht Stroh könnten wir ihn reinhauen, unseren Kiem, ansonsten. Weiß sie nichts. Mhm. So, die sind direkt da oben, das passt. Der Rest ist hier. Und dann fahren wir dahinter. Oder einen Hof hin. Das ist ja so gleich sogar schneller. Du kannst auch entweder nach Missionen gucken oder bei unseren eigenen Feldern gucken, wie es denen geht. Oder die Kirschstroh nicht da. Da gibt es ein paar Sachen, die wo du machen kannst. Gleich den Kostroh
Ebner Feld 13 düngen für 4000 Flo. Das ist noch gar nicht angenommen. Nee. Achso, ja, dann. Morgen. Dann ran damit. Jo. Stimmt, alles cool. Wir haben zwar momentan keine Geldnöten, aber warum liegen lassen? So, mal ausklappen da hinten, aber normalerweise 230 Meter haben wir, oder? Ne, 30. Mal so. Dann einmal auf und setzen, ja. Bin ich schon breiter. Überlückt. Oh. Sind wir jetzt, wenn wir eigentlich so ein Feld kaufen, wo wir gerade Mission machen? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ja. Oh. Also. Habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Können wir. Warte. Oh. Ich wollte nochmal Zwischenspeicherung machen. Aber es passt. Ist nichts abgestürzt. Welches Feld ist denn jetzt überhaupt da? Feld 13. Ah, das meine ich 4000 Euro. Och nö. Das war das neue Feld, was wir gerade für Stunden haben müssen. Es ist jetzt weg, oder? Drauf. Ja. Ich glaube nichts. Doch, da ist irgendwas drauf. Sojabohnen, oder? Und nicht abgeerntet? Die sind ja noch keine drei, wir haben ja schon April. Nee, nicht abgeerntet. Ja, weil wir haben gerade schon April, die können wir gar nicht. Aber auch null gedüngt. Ja, ich habe einen Düngerstand noch drauf, das ist gar nicht das Problem. Ja, null gedüngt und Heilungskraut sogar noch. Oha. Welche Wachstumsstufe? Eins. Das ist gut. Also du bist klar. Mhm. Dann stellen wir nachgucken, wie lange er überhaupt Ränge aussagt. Würde mich mal interessieren. Bis Simi. Bis zum nächsten Tag, Simi. Ey, bis 5, Mann. Bis hinten. Achso, bis 5. Ja, das geht. Das geht ja noch. Jo. Gefällt 2 müsste es nochmal. Ich hoffe mal, ich muss den kleinen Bestreifen da nicht nochmal nur nach vorne. Das wäre echt mies. Ach, das kann man bei dem kann man auch gar keine Arbeitsbreite einstellen, Leute. Ja. Okay, bloß für die Pfanne entlang. Und beim Vicon glaube ich jetzt auch, oder? Ja, das ist das ja, da auch. Beim Amazone. Weiß ich gar nicht, ich glaub schon. Bitte Mission schließ ab. Hahi. Was scheitert's denn? 1%! 1%!
Den holen wir uns. Aber so weit von. Wo ist der 1%? Da steht jetzt wieder 98%, okay. Ich wurde. Wow. Jetzt sag ich doch. Abschließen oder warten? Ja, natürlich. 4000 Euro Abfahrt. Sei wieder zweistellig. Du musst der Feld 5. Ja, da husche ich mal kurz über das Baumleister drüber. Fünfter Gang. Dann kriegt es keiner mit, weil es so stark hoppert. Mit 5 ist er da geblieben, ja. Ach, da sind auch Kartoffeln drauf. Die Leute, die nehmen ja alles am Sonntag auf, im 23.3. Und vorher haben wir schon einen Clip gemacht und da habe ich auch ein paar Dinge gesehen, gehabt. Und da war auch oft Kartoffeln. So. Dann braucht das wieder drin. Die sind die, naja, die müssen ein bisschen rüber. So. Dann. So. Du sollst heißt die ruhiger, gell? Ja. Feld A ist leider Gottes Chroniker doof. Aber Feld 9 wieder. Jawohl! Das ist doch schön. Ja. Okay. Das finde ich super, ja. Draußen im Regen. Ja, ich weiß gar nicht, wieso wir den draußen stehen lassen haben. Wenn man gemeint hat, wir brauchen den immer für irgendwas, der zum Abtransportieren oder keine Ahnung. Den hast du draußen stehen lassen. Ja, aber da irgendwas hat man mit dem vor, mit dem Gespann. Keine Ahnung. Deswegen hat er das dahin geparkt, aber was, das war kein Plan. Ein gutes Lüfter, Alter. Dann knallen rein in Garage. Bin hier schon bei. Zug ist auch wieder da. Ich habe immer so das Gefühl, der ist irgendwie schneller als der auf der M-Creek, wobei es eigentlich nur daran liegt, dass wir den auf der M-Creek weniger sehen. Ja. Oder braucht echt länger, man weiß es nicht. Vielleicht ist der Weg auch weg. Ja, mal ausprobieren. Strom müssen wir hier mit dem komischen reinschmeißen, oder? Ja. Ja. Nein, Streuer halt. Ja. Alter, geht der Eichenflüsch schlecht mit der Kur. Wer, deiner oder? Deiner. Der geht schon immer so. Echt? Ja. Ich will gerade irgendwie richtig schlecht vorkommen. Der hat gerade, ich hab eingeschaltet.
What? Ja, das macht diese Scheibe. Echt? Ja. Ja, die schlägt wirklich. Ja. Ich sag vom Sound nie. Gibt's halt zu, dass er einfach schlecht weggeht. Ein Vierzylinder an sich ging schlechter weg. Nö. Entweder das, ja doch. Was weitergeht, 1A weg ohne Probleme jedes Mal. Ja. Was ja. So 8. Ja, du kannst schon 5 abschließen. Ist fertig. Oh, 16.000 Horsche. Aber was meinst du mit Vierzylinder geht schlecht weg, also? Ja, die geht weg. Das ist ein 6-Zylinder. Nö. Natürlich ist das 6-Zylinder. Nee, der 3610 ist kein 6-Zylinder, Alter. Achso, den ich, mein ich. Ja. Achso, ich meinte, du meinst den Hoshi BR in deinem Hasch. Ja, die 30 Sachen ausgehen wird sowieso momentan auseinander, du lebst komplett. Und nachher mache ich Zylinderkopf dicht und auch gleich. Ich denke mal, dass da dann ein großer Teil daran liegt. Ja, wie ist es mit der Dreh? Ja. Oder weil er einfach kalt ist. Ja, das sucht er nicht. Okay, wenn er warm ist, sobald er warm ist, geht er auf und zeigt, wie drückt Schnäpfel und dann läuft er. Ja, weil er weiß ich nicht, ob das so drauf liegt. Ja, aber ich nix du mal. Das ist schon gut. Also in der Grund, weshalb auseinander muss, ist Simmering. Ist hoffentlich nur der Simmering im Arsch. Bloß ist mehrer. Ganze Getriebe. Ja, das kann auch passieren, indem das ist bei den Vierzylinder an sich so, oder bei denen, der ist beim Getriebe drin, bei der Welle, die wo von der Kurbel, also von der Kupplung rangeht. Ja. Ist eine Murra drauf. Obala, ihr seht eine Murra drauf. Ja. Und das kann auch, weil ich bin halt schräg am Hang standen und dann hat er halt wie im Wasserfall Öl rauslassen aus dem Getriebe vorne. Da wird Kupplung ans Getriebe anheftet. Wieder irgendwas gefunden, wieder alles sauber, kein Tröpfchen Öl mehr rauslassen. Dann ist die Vermutung da ein Simmering, oder was heißt die Vermutung, das ist dann der Simmering. Hoffentlich, ansonsten kann es sein, dass sich von der Welle Murra gelöst hat, beziehungsweise locker war es und da konnte ich hin und her schlagern. Habe ich jetzt zum Glück eh gemerkt, wenn ich Kupplung gemacht hast, dann hast du das gemerkt, dass ich entweder einmal weiter durchdrehen hättest müssen, bis der Gang nicht, oder einmal bloß minimal und dann war der Gang schon dünner. Das hast du dann da gemerkt. Und wenn das dann durch hin und her geht, da muss eigentlich sofort auseinander und darfst halt nicht mehr weiterfahren, schon wird's und kritisch. Da hatte ich aber das Gefühl zum Glück nicht so. Naja, das kommt da raus. Feuer oder. Oh shit. Naja. Feuer oder einfach bloß. Also wenn die Mutter weg ist, dann muss der komplett auseinander. Also auch Motor raus, Kabine weg, komplett in der Mitte auseinander. Ja, und ansonsten, wenn der Simmering ist bloß, muss er trotzdem einmal auseinander. Halt da wohl Motor und Kabine, beziehungsweise Kupplung halt, und da der neue Simmering rein. Auseinander muss er so oder so. Wenn es halt die Welle ist, dann muss halt die komplette Welle raus. Oh. Das ist gut, ja. Komme ich hier sauber rum, bin ich hingegangen. Danke. So. Dann fahren wir hier nochmal einen Stuben vor. Wir müssen die Mission dann auch haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die momentan hat. Aber ich glaube, die nächste Nachricht, die wir bekommen, die ist fertig. Ja. Das ist doch sauber. Das ist wieder eine Mission, die du schon abschließen kannst.
nicht so schön. Oh, nochmal schön Geld kriegt. Dann wird schnell das Folgenende. Denn liebe Leute, wir sind auch mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf. Wer hat nicht getan? Glocke aktivieren, bitte nichts mehr verpassen. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard in der Situation. Ich zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. Und doch.